Ja, grüß dich Katja. Hallo. Wir sind wieder in Strahlen. Wollen wir hören, wie es dir so ergangen ist. Wir haben heute Sonntag, den 24.07. Und ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was passiert ist für die, die gerade erst einsteigen. Also am 27. April habe zum ersten Mal bei dir als Jugendamt vor der Tür gestanden und wollte die Kinder mitnehmen. Das war bei deinen Eltern. Du hast die Tür nicht aufgemacht, du hast gesagt, nee, gibt's nicht, keine Kinder, kommt gar nicht in Frage. Sind die wieder abgezogen. Am 18.05. darauf kamen die wieder, dann in Begleitung mit Polizei und wollten die Kinder wieder mitnehmen, dann bei dir zu Hause. Du hast aber die Tür nicht aufgemacht und dann sind die wieder abgezogen. Ich habe nach der Legitimation gefragt. Genau, konnten die nicht nachweisen, Amtsausweise nicht dabei, keine Bestattungsurkunde und Beschluss hatten sie. Dann sind sie trotzdem wieder abgezogen, um dann einen Tag später wiederzukommen. Mhm. Ja? Mit Gerichtsvollzieher, mit Schlüsseldienst, mit zwei Sanitätern, mit einem Arzt, mit einem Ordnungsbeamten und so weiter, Polizei und Jugendamt dabei. Und haben bei dir die Tür aufgebrochen, haben dich niedergeschmissen, geworfen, haben die Handschellen angelegt, haben die Kinder eingefangen, also den Großen eingefangen, der hat sich wohl gewehrt. Kleiner hat geweint. Mhm. Kleiner hat geweint, haben sie einfach rausgetragen ins Jugendamtauto und weg waren die Kinder. Du bist dann da geblieben mit dem Arzt, der dich eigentlich einweisen sollte in die Psychiatrie, warum auch immer. Ja. Und der hat aber dann festgestellt, ja, bei Frau Warnke ist ja alles in Ordnung, hat dich dann nicht eingewiesen. Ja. Und das war dann erstmal so die kurze Zusammenfassung. Wobei man sagen muss, die haben ja ganz am Anfang, beim ersten Mal, als die bei euch waren, ja schon festgestellt, dass offenbar alles in Ordnung ist. Genau, dass es den Kindern gut geht. Genau. Ja. Das ist also auch nochmal zu erwähnen. Ne? Ja, sehr wichtig. Mhm. Dann war am 8.6. eine Gerichtsverhandlung anberaumt, in der das geklärt werden sollte. Die ist dann aus nicht zwingenden Gründen, was ja offenbar auch ein rechtlicher Tatbestand ist, abgesagt worden. Auch aus nicht nachvollziehbaren Gründen. Genau. Und am 17.06. wurde dann nochmal eine Gerichtsverhandlung anberaumt. Die hat dann auch stattgefunden. Ja. Und da hast du dann auch zu hören bekommen im Gericht vom Richter, dass ja du eine gute Mutter bist und dass man möglichst schnell alles wieder zu seinem guten Ende finden sollte. Ein paar Auflagen hat es gegeben. Ja. Du solltest einem Gutachten zustimmen. Hast du dann mit nicht so guten Gefühlen auch, glaube ich, gemacht. Ja. Hast die Videos aus dem Netz erstmal entfernt, die waren zumindest nicht abrufbar und dann haben wir eine ganze Zeit lang gewartet und dann ist gar nichts passiert. Ja. Du hast also auf einen Beschluss gewartet, der im Folge auf die Verhandlung kommen sollte, der kam aber nicht und der kommt auch bis heute nicht. Der ist bis heute nicht ergangen, ja. Ja, erzähl doch mal, was ist denn bei dir inzwischen passiert? Also, die haben ja alle betont, dass es ganz schnell gehen soll. Und daraufhin hatte ich ja dem Gutachten auch zugestimmt. Der Anwalt hatte dann schließlich eine Frist gesetzt, als abzusehen war, dass es doch nicht schnell geht. Und die Frist wurde dann gesagt, wird nicht eingehalten. Und da es sich immerhin um einen Säugling handelt, der immer noch nicht bei mir ist, hat der Anwalt gesagt, okay, dann halten wir uns eben auch nicht mehr an die Zusage mit dem Gutachten. Und am gleichen Tag hat er dann einen Antrag auf Entscheidung gestellt, also am 6. Juli. Und da ist jetzt bis heute noch nichts passiert. Also es gibt bis heute noch keinen Beschluss. Der Richter hat am Montag dem Anwalt versprochen, dass er in der abgelaufenen Woche ergehen sollte. Eher Dienstag als Mittwoch. Und bis heute ist halt immer noch nichts passiert. Jetzt haben wir Sonntag. Ja, wir haben Sonntag. Und ich fühle mich da schon ein wenig auf den Arm genommen, um das mal nett auszudrücken. Denn es ist ein Säugling. Nicht bei der Mutter. Ich habe schon mehrfach auf die Bindung, die kaputt gemacht wird, verwiesen, auf das Urvertrauen, was zerstört wird. Und wir haben heute noch eine weitere Unterstützerin hier dabei. Die hat mir eben auch erzählt, dass sie selbst 6 Wochen nicht bei der Mutter war, weil der Vater sie zu einer anderen Frau gebracht hat, zum Stillen, denn ihre Mutter hatte eine Brustentzündung und konnte nicht stillen. Und das, obwohl der Vater das sehr gut gemeint hat und das nur 6 Wochen waren, hat ihr schon bei ihr ein schweres Trauma verursacht. Und der Kleine ist seit 9 Wochen nicht mehr bei mir und es hat keiner gut gemeint. Und ich möchte mir nicht ausmalen, was er für ein Trauma erleidet gerade, zumal es auch von einem Psychiater mehrere Stellungnahmen dazu gibt, dass der Kleine aufs Schlimmste geschädigt wird. Und das scheint der Gegenseite völlig egal zu sein, weil das ist ja nur eine Untätigkeit, was man dem Richter vorwerfen kann. Ich weiß nicht, worauf er jetzt noch wartet. Ich weiß nicht, warum nichts passiert. Und wenn am Montag kein Beschluss da ist, dann wird es auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde geben, wegen dieser Haltung des Richters. Und dann gehen wir auch ans Oberlandesgericht.
mit einer Untätigkeitsbeschwerde. Ansonsten können wir beim ORG halt erst etwas machen, wenn es einen Beschluss gibt. Also ich spiegel das nochmal ein bisschen. Der normale Ablauf ist, dass eine Gerichtsverhandlung einen Beschluss nach sich zieht, ja, dass er von alleine kommt, ja, und zwar zeitnah. Ja. Ja, der kam aber nicht, überhaupt gar nicht, also jetzt wochenlang nicht. Ja, und nach Anfrage von deinem Anwalt wurde dann mündlich am Telefon eine Zusage gemacht, dass das zeitnah erfolgen soll. Ja. Auch da passierte gar nichts, also der Termin ist auch verstrichen. Ja. Und wir wissen bis heute nicht, warum eigentlich kein Beschluss kommt. Ja. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass der Beschluss die Grundlage dafür ist, dass man ans Oberlandesgericht gehen kann, dann sieht das so aus, als ob man dich hier hinhält. Ne? Ja, sieht ganz klar so aus. Wir werden ja sicherlich auch weitere Videos machen. Vielleicht gibt es ja als nächstes ein positives Video, wo ich dann auch den Namen vom Richter andeuten kann, weil er nämlich mal positiv entschieden hat. Also das heißt, dass der Kleine doch dann ganz schnell zu mir zurückkommt. Und dann könnte ich das ja positiv erwähnen, dass das mal so gelaufen ist und dass sich der Richter dann halt auch mal nicht an das Jugendamt gehalten hat, an die also was das Jugendamt so vorschreibt, was der Richter halt mal unabhängig vom Jugendamt entscheidet. Hm. Das scheint ja offenbar anders zu laufen. Ja, das ist ganz oft so, dass die Richter sich an das halten, was das Jugendamt so sagt. Und der Leiter ist ja gerade im Urlaub. Da scheint dann anscheinend deshalb dann auch nichts zu passieren. Hm. Ich könnte mir das so vorstellen, dass das so ist. Und er hat auch gesagt, also der Leiter vom Kreisjugendamt, dass es noch einen neuen Termin geben soll und dass der dann aber auch erst terminieren darf, der Richter, wenn er wieder aus dem Urlaub zurück ist. Und da sehen wir ja dann schon, wer hier die Vorgaben gibt. Das ist ja auch ein Umstand im Moment, der unter dem du gerade leidest. Also der Leiter des Kreisjugendamtes ist auch in Urlaub und ist für 3 Wochen bis zum Anfang August, glaube ich, nicht mehr zu erreichen. Hat zwar eine Vertretung, aber da tut sich irgendwie gar nichts. Ja. Hast du wohl angefragt. Bei dir hingegen passiert ja eine Menge. Also du hast dich inzwischen vernetzt mit ganz vielen Leuten, die auch dieses Schicksal haben wie du gerade. Ja. Hast auch schon erzählt, was so alles passiert ist in dieser Hinsicht. Und es gab ja sogar, oder gibt auch Leute, die du kennengelernt hast, denen bis zu 6 Kindern weggenommen wurde. Ja, also kann man ja schon, das ist ja schon fast Familozid. Ja. Ja, das ist ja unfassbar eigentlich. Das ist Familienzerstörung, ja. Und in dem Zusammenhang hast du auch nochmal ein Gutachten angeregt bei einem unabhängigen Arzt. Ja. Was inzwischen auch da ist, schriftlich. Ja, also eine Stellungnahme ist das, genau. Eine Stellungnahme, okay. Und die bestätigt eigentlich die Gutachten, die schon vorliegen, dass alles okay ist und dass auch dieser Arzt überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum das hier nicht vorangeht. Ne? Genau. Und das wollten wir mal heute vorlesen, damit auch die das gucken, das Video, mal so hören, was Ärzte so dazu schreiben. Ja, ne? Genau. Das werden wir jetzt mal hören. Bitte schön. Die oben genannte Patientin wurde durch mich am 14. Juni 2016 psychiatrisch untersucht. Epikrise. Ich habe in einer ausführlichen Stellungnahme am 15. Juni 2016 bereits hierüber berichtet. Ich wurde durch Frau Warnke über den weiteren Fortgang des Streits um das Sorgerecht für ihre beiden Söhne informiert. Aus nervenärztlicher Sicht ist ergänzend hierzu festzustellen. Erstens. Aus nervenärztlicher Sicht ist nicht nachvollziehbar, dass in einer Auseinandersetzung, in der es um Kleinkinder geht, derartig lange Fristen bewusst in Kauf genommen werden, bevor es zu einer Beschlussfassung über das Sorgerecht für die Mutter kommt. Es sollte dem Jugendamt hinreichend bekannt sein, dass gerade Kleinstkinder auf die sorgende und kontinuierliche Gegenwart ihrer Mutter essentiell angewiesen sind. Aus diesem Grunde ist für mich dieses Vorgehen nicht nachvollziehbar und in keinster Weise gut zu heißen. Zweitens. Übereinstimmend mit dem Befund von Dr. John Gutachten vom 2.11.2012 fand ich bei Frau Warnke keinerlei psychopathologische Auffälligkeiten, die das Jugendamt berechtigen, ihr das Sorgerecht für ihre beiden Söhne zu entziehen. Hinweise für eine paranoide Entwicklung sind bei Frau Warnke nicht festzustellen. Selbst die Feststellung überwältiger Ideen, die bei Frau Warnke nicht vorhanden sind, geben den Behörden keine Handhabe, das Sorgerecht abzuerkennen.
Hierzu sind eindeutige psychopathologische Auffälligkeiten vorauszusetzen, die bei der Probandin nicht vorhanden sind. Ich verweise im Übrigen nochmals auf meine bereits in der letzten Bescheinigung enthaltenen gutachterlichen Äußerungen. Vielen Dank. Dazu kurz zur Erklärung. Er hatte noch eine zweite Stellungnahme abgegeben. Also erst eine gutachterliche Stellungnahme, dann noch eine Stellungnahme, wo es auch um den Umgang mit dem Kleinen geht. Und da hatte er eben jetzt dreimal geschrieben, dass bei mir alles in Ordnung ist und zweimal schon ganz deutlich gesagt, dass das kleine Kind, der Säugling, der Imi, ganz schnell zu mir zurückgeführt werden soll, weil das, was das Jugendamt macht, nämlich nicht mehr Kindeswohl ist. Also nicht mehr kindeswohldienlich ist. Das hatte er in der zweiten Bescheinigung ausgeführt. Ich habe auch verstanden, dass er in Übereinstimmung mit dem Gutachter, der bisher fürs Gericht gearbeitet hat, der Dr. Zoff, das feststellt. Also der hat das auch schon mal festgestellt, dass bei dir alles in Ordnung ist. Ja. Und der soll jetzt aber trotzdem nochmal ein Gutachten machen, obwohl jetzt zuhauf schon Gutachten vorliegen, die alle klar sagen, dass bei dir alles in Ordnung ist. Ja. Also da sind wir sprachlos. Das scheint wirklich, also ich habe auch immer wieder mit Freunden drüber gesprochen und mit meiner Familie. Ich verstehe nicht, warum die in so vielen Fällen da auf Zeit spielen, das so lange herauszögern. Ich kann das nicht kapieren, denn es ist bekannt, das Kindeswohl wird völlig außen vor gelassen. Je länger die Kinder weg sind, desto schlimmer ist es für alle. Und die argumentieren nochmal mit dem Kindeswohl. Erstens, was ist das überhaupt? Zweitens, das wird gedehnt wie ein Kaugummi. Und drittens ist das, was hier abgeht, ja nun alles andere als Kindeswohl. Das weiß auch jeder und es versteht auch keiner, warum der Imi noch nicht wieder da ist. Ich weiß nicht, ob die sich dann doch noch schnell die Taschen vollstopfen oder ob es bewusst um diese Familienzerstörung geht und Kinder kaputt machen. Ich bin da echt fassungslos und alle um mich herum auch. Das versteht keiner. Man kann das auch nur noch so sehen, weil nicht beobachtbar ist, dass von deren Seite was Konstruktives irgendwie in den Topf geworfen wird. Ja? Ja. Und ja gut, aber wir lassen uns hier nicht einschüchtern. Nein, und es wird weitergehen. Wir haben einiges schon erlebt. Du hast inzwischen auch ein Video mit anderen Menschen gemacht, die auch betroffen sind. Genau. Das wird es demnächst auch auf dem Kanal geben. Ja, das wird auch schnell hochgeladen. Und das auf dem gleichen Kanal. Und unser neues wird natürlich auch schnell hochgeladen. Ich werde auch weiter flyern. Da habe ich schon wieder ein Hilfsangebot bekommen. Und ich erhoffe mir da sehr, dass es dadurch einfach auch nochmal schneller geht, dass der Kleine es bekommt. Und der Große eben auch bleiben darf. Das ist ja auch immer noch wieder so eine Frage. Was ich nochmal ansprechen möchte, ist, das Jugendamt hat ja unter anderem jetzt Umgangsrecht angeboten mit deinem eigenen Kind. Mhm. Ja, und du hast das abgelehnt. Ja. Ne? Das ist ja auch, dazu möchten wir auch nochmal kurz was sagen. Da kann man jetzt auf die Schnelle kann man jetzt denken, warum lehnt ihr das ab? Ja. Aber das ist natürlich wissenschaftlich und auch menschlich gesehen relativ einfach, warum du das ablehnst, weil nämlich auch bekannt ist, dass dieser temporäre Umgang mit Kindern die Betroffenen immer in ein Loch fallen lässt nach dem Umgang. Ja, ja. Und das ist dann eine Zumutung für die Person. Es geht ihnen also dann danach schlecht, klar, die haben dann einen Tag mit dem Kind verbracht und der nächste Tag ist das Kind dann wieder weg und hat dann wieder ein Verlusterlebnis. Das ist schlecht fürs Kind, das ist schlecht für die Eltern und deshalb lehnst du das ab. Ja? Genau. Und das ist auch wissenschaftlich so belegbar. Das ist wissenschaftlich belegbar. Ich habe das selbst gedacht, der arme Kleine, wenn er dann die Mama für 2 Stunden sieht und sich dann sicherlich tierisch freut und dann plötzlich muss Mama ihn wieder abgeben, weil ihr ja gar keine andere Chance bleibt, dann ist das für den Kleinen, dass er in ein riesen Gefühlschaos gestürzt wird. Er hat wieder die Mutter verloren, wieder die Bindung geht kaputt, das Urvertrauen wird weiterhin zerstört. Ja. Und das hat eben dieser Psychiater mir auch in der zweiten Bescheinigung ausgestellt, dass das nicht so vernünftig ist. Und ich kann nur immer wieder sagen, alle haben ja gesagt, es soll ganz schnell gehen. Mhm. Und unter diesem Aspekt hatte ich das dann eben auch abgelehnt. Und die Umgangsbegleitung, die da sich mit mir in Kontakt gesetzt hatte, hatte dann auch sogar Verständnis dafür, dass ich abgesagt habe und hat gesagt, das haben Sie gut gemacht, denn der Kleine wird da nur wieder unter Stress gesetzt. Und du auch als Mutter. Ja. Ne? Das ist dann wieder der gleiche Verlust wie am Anfang, als die mit der Polizei das Kind entführt haben. Ja, an mich denke ich da gar nicht so, aber vor allem für den Kleinen ist das eine echte Zumutung. Ja, gut.
dann war noch die Rede davon, dass man angeboten hat, das eventuell gemeinsame Sorgerecht zu verteilen. Ja. Das ist das, was die gerne wollen, denn wir erleben ja immer wieder, dass in Streitereien zwischen Vätern und Müttern, das haben wir ja auch schon mal erwähnt, großmöglicher Schaden offensichtlich angerichtet werden soll. Und dann ist natürlich bei strittigen Situationen das Jugendamt anscheinend sehr daran interessiert, dass der Streit weitergeht. Ich hatte vor einem Jahr auch ein Gespräch mit dem Verfahrensbeistand und da hatte er gesagt, sie werden sich mit dem Kindesvater, das ist ja deren bevorzugter Begriff, streiten, bis das Kind 18 ist. Und da kann man ja dann schon mal sehen, was sie gerne hätten. Und ich vermute, dass ich dazu auch noch erpresst werden soll, dem gemeinsamen Sorgerecht zuzustimmen. Und da wissen alle, dass das auch ein gemeinsamer Streit sein wird, bis das Kind 18 ist. Denn wir haben in den letzten Wochen beobachtet, wie auch bewusst hier wieder dieses Teil- und Herrschespiel gespielt wird. Also wie der Papa von dem Großen aufgehetzt wird gegen mich. Das, was er schreibt, hört sich an, als wäre das vom Jugendamt selbst zuvor formuliert. Und so soll eben immer mehr Zwietracht gesät werden, in der Hoffnung, dass es eine Schlammschlacht wird und das Jugendamt dann als Dritter sich dann freut. Also wenn zwei sich streiten, freut sich das Jugendamt. So sehe ich das und wird aber chancenlos bleiben, weil ich lasse mich nicht provozieren und ich werde mich auch nicht streiten. Das ist ganz einfach. Ist ja auch vollkommen unnötig, weil ja schon, also es wurde ja vom Richter schon gesagt, dass alles in Ordnung ist und dass es schnellstmöglich jetzt zurückgeführt werden soll, das Kind. Die Gutachter bescheinigen dir, dass du in Ordnung bist. Mehrfach, x-fach. Der Hausarzt. Ja, und der Vater war schon in psychiatrischer Behandlung, glaube ich sogar stationär, hat also auch ein Aggressivitätsproblem, was du selber aus eigener Erfahrung kennst. Er hat dich also geschlagen, die Treppe runtergestoßen und so weiter und so fort. Nein, nicht ganz, hat er nicht geschafft, ich habe mich gewehrt. Ja gut, aber... Tür eingetreten und aus dem Bett geschmissen. Also. Ja. Und wir brauchen auch gar nicht weiter darauf eingehen. Also insofern ist nicht nachzuziehen, warum jetzt gemeinsames Sorgerecht ausgeübt werden soll, wo doch die eine Seite bekanntermaßen Probleme hat und aggressiv ist und die andere Seite jetzt mehrfach attestiert wurde, deine Seite nämlich, dass bei dir alles in Ordnung ist. Ja? Insofern von uns nochmal der Aufruf, bitte jetzt sich an die Atteste zu halten und der Mutter das Kind zurückzugeben. Ja. Das ist ja alles nicht mehr anders. Das ist ja... Haarsträubend alles. Ist wirklich haarsträubend, offensichtlich auch ein Machtspielchen. Das ist vielleicht noch der dritte Punkt, neben Geld und Familien kaputt machen, scheint es auch noch ein Machtspiel zu sein, dass es wohl ein Genuss ist, Kinder den Eltern vorzuenthalten und Eltern dann zu allen möglichen Dingen zu erpressen, nur damit sie die Kinder wieder bekommen. Mhm. So scheint es zu sein. Da lassen wir uns aber nicht drauf ein. Nein. Wir flyern weiter, wir laden weiter Videos hoch. Es wird jetzt zack auf zack das nächste Video kommen und dann wieder das nächste Video kommen. Ja. Und es wird anwaltlich Untätigkeitsbeschwerde geben. Es wird eine Dienstaufsichtsbeschwerde geben. Ja. Und also von daher wäre das schön, wenn das jetzt langsam alles mal aufhört. Genau. Ne? Sonst gibt es nämlich auch richtig Ärger für die Gegenseite. Zusätzlich steht immer noch auf dem Plan die Demo. Ja, genau, richtig. In Kleve. Ja, am 3. September. Von 10 bis 18 Uhr, da ist auch eine Podiumsdiskussion dabei. Wir rufen nochmal auf dazu, dass möglichst viele sich da einfinden und nicht nur Betroffene, sondern auch deren Familie, Freunde, Unterstützer, sonst was. Mir haben auch schon ganz viele gesagt, dass sie kommen. Der Ort ist noch nicht so ganz bekannt, wo das stattfindet. Das werden wir dann aber auf jeden Fall noch sagen. Wir bleiben ja hier in der Öffentlichkeit. Mhm. Bei Facebook ist es auch zu sehen. Also diesen Termin schon mal reservieren an alle, die das hier sehen. 3.9. wichtig. Genau. Da werden ganz viele Betroffene bestimmt kommen, mit denen kann man sich dann mal unterhalten, genau, was die so erlebt haben und sich gegenseitig beraten. Das ist ganz wichtig. Ne? Mhm. Genau, und eben auch der Öffentlichkeit vor allem. Darum geht es uns ja auch, weil die meisten Leute schauen ja immer noch weg, was passiert und wissen auch überhaupt nicht. Also mir haben ganz viele geschrieben, dass sie das gar nicht wussten, wie das Jugendamt so vorgeht und was denn hier so los ist. Also ich bekomme immer noch entsetzte E-Mails, nachdem die Leute dann mal lesen, was wir so schreiben oder veröffentlichen oder so, oder was ich denen schreibe. Die verstehen überhaupt nicht, dass das alles so sein kann und das alles eben ohne rechtliche Grundlage und was hier so vorgeht und vor allem auch, dass in Familien mehrere Kinder zurückgeführt werden und andere dann vorenthalten werden. Das ist ja nicht nur bei mir so, das ist ja bei anderen Familien auch so. Das ist einfach
Das zaubert nur viele Fragezeichen in Gesichter und keiner versteht, was hier los ist. Teil und herrsche. Ja, und was wir auch noch erwähnen möchten, wir werden die Videos auch noch auf anderen Plattformen hochladen. Da hattest du dir eine aufgeschrieben. Auf Vimeo wird es das demnächst auch geben. Genau, und wir werden unter das Video dann die Links zu diesen anderen neuen Plattformen setzen, falls unsere Filme irgendwie verschwinden, dass sie dann woanders hochgeladen werden. Und dass vor allem da auch die Leute ihr Augenmerk dann auch mal auf diese Geschichte des Kindesraubes mal legen. Das werden wir noch verlinken. Ja. Wenn also die Videos gelöscht werden sollten, wird es auf dem gleichen Kanal wieder Hinweisvideos geben mit Links auf andere Plattformen. Ne? Ja. Genauso machen wir das. Ich glaube, wir haben ziemlich alles gesagt. Ja, ist einiges in Bewegung jetzt. Also du nimmst das nicht mehr länger hin. Nein, auf gar keinen Fall. Die Kinder müssen jetzt zurück. Also der Kleine, der Große ist ja da. Ja. Aber du hast natürlich auch Angst, dass man den Großen wieder wegnimmt, weil es keinen Beschluss gibt. Ja, da hängst du sozusagen so. Ja, genau. Also Angst ist jetzt... ich habe ja keine Angst, ich bin ja mutig, aber ich weiß, was du meinst. Also es ist ja eine gewisse Unsicherheit da, denn sie kamen schon mal ohne Grund und haben es versucht. Und es kann ja sein, dass sie wieder ohne Grund versuchen, den Großen mitzunehmen mit dieser Gewalt. Es ist ja alles möglich, aber und Rechte habe ich ja auch keinerlei. Ja gut, du hast natürlich Rechte, klar. Ja, aber sie haben ja man versucht... Man gesteht sie dir nicht zu. Genau, sie haben ja versucht, mir die wegzunehmen teilweise und... Das ist halt einfach eine sehr unklare rechtliche Situation. Ich werde erpresst zu 1000 Sachen, aber es passiert nichts. Wie gesagt, noch nicht mal ein Beschluss. Also es ist nicht tragbar, der Zustand. Nochmal zu dem Umstand, dass viele Leute das gar nicht sehen oder gar nicht sehen wollen, selbst wenn man sie darauf aufmerksam macht. Es ist so ähnlich wahrscheinlich, wie wenn man eine große Spinne an der Wand hat. Ja. Dann erschreckt man sich erstmal furchtbar und denkt, wo kommt die her? Ja. Ja, und läuft dann weg vielleicht, weil man sich dem nicht gewachsen fühlt. Aber es nützt natürlich alles nichts. Wenn man zurückkommt, ist die Spinne ja immer noch da. Genau, richtig. Insofern muss man sich damit auseinandersetzen. Es hilft alles nichts. Ne? Richtig. Und der Vergleich mit der Spinne ist sehr gut, denn das Netzwerk, das die Spinne sich hier aufgebaut hat, ist sehr groß. Und die lullt auch, dieses Netzwerk lullt auch richtig schön ein, wie es auf Schwäbisch, glaube ich, so heißt. Ja. Also viele Leute sind in diesem Spinnennetz, entweder als Betroffene oder dass sie eben einfach nicht merken, was hier abgeht, und die Spinne ist schon ziemlich mächtig und immer wieder auf Beute fangen. Und die wird auch nicht aufhören, es sei denn, irgendwer bewirkt da mal etwas und jede Familie kann betroffen sein. Gut. Katja, vielen Dank für deine Zeit. Ja, euch. Wir wünschen dir wieder eine gute Woche. Dankeschön. Und sind gespannt, was sich alles entwickelt. Ja, wir werden hier weiter informieren. Und das werden wir. Ja. Schönen Dank euch. Gerne.